Hallo, mein Name ist André Sotov. Willkommen bei Sotography. Heute werde ich dir zeigen, wie du aus einem langweiligen Landschaftsfoto ein mega geiles Bild machst. Hier ist schon mal das bearbeitete Foto und ja, das ist das Original. Habe ich jetzt in Pisa geschossen, aber leider konnte man nicht viel rausholen aus der Kamera, da der Himmel jetzt bewölkt war und ja, allgemein war kein schönes Licht. Auf jeden Fall haben wir hier den Himmel eingefügt, ein bisschen Farbeffekt gemacht, ein bisschen retuschiert und ja, so in wenigen Minuten zu einem geilen Bild gekommen. Ich blende die Gruppe mal aus. Und zwar, was wir als erstes machen, wir werden uns ganz kurz die Sachen mal wegretuschieren. Hauptsächlich geht es ja hier eigentlich um den Himmelaustausch bei so einem langweiligen Landschaftsfoto. Deshalb werde ich auch nicht zu viel hier an Retusche machen, beziehungsweise auch nicht so viel erzählen. Ich werde mich hier eine Kopie der Ebene nochmal machen und werde jetzt auf Bearbeiten und Fläche füllen gehen und wähle hier bei dem Klappmenü inhaltsbasiert aus. Ich drücke auf OK. Dann hat uns Photoshop jetzt, sage ich mal, berechnet, dass ungefähr So wird das retuschiert. Naja, auf jeden Fall, Automatik von Photoshop ist nicht die beste. Was ich mache, ich werde mir mit gedrückter Alt-Taste eine Maske erstellen und werde mir erstmal nur, mit weißer Farbe, werde ich mir nur den Schild mal kurz rausmalen. So. Ja, sieht schon mal okay aus, aber eigentlich hätten wir das auch besser, glaube ich, alleine gemacht. Deshalb werden wir das auch nochmal allein machen. Wir werden hier mit Kopierstempel arbeiten. Ich werde irgendwie so eine Größe auswählen. Ich habe jetzt auch eine neue Ebene erstellt. Eine leere Ebene. Auf der werden wir dann auch gleich retuschieren. Und zwar werde ich einfach mir einen Bereich schnappen und werde hier übermalen. So. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal ein bisschen so grob gemacht, weil wir werden jetzt auch nicht viel an der Retusche hier bleiben, damit wir zu einem Hauptthema kommen. Und zwar habe ich einen sehr, sehr geilen Trick, wie man wirklich mit einem Klick den Himmel einfügt. Das werde ich dir gleich zeigen. Ich habe das jetzt mal ganz grob retuschiert. Gefällt mir noch nicht so weit, aber wir schauen mal, was wir noch hier rausholen können. Vielleicht eher in diesem Stil. Ich mag es nicht, wenn das zu kopiert aussieht. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe es nur noch schlimmer gemacht. Dann werde ich das jetzt einmal kurz löschen. Ich war jetzt zu vertieft in die Bearbeitung. Manchmal passiert das einfach, dann macht man viel zu viel. So, dann fangen wir mal nochmal an. Ich glaube, ich werde das ohne inhaltsbasierend füllen machen, weil irgendwie gefällt mir die Automatik von Photoshop nicht immer. Manchmal macht das echt einen super Job, aber manchmal ist das so hässlich. So, ich will das noch rauspinseln hier. Ja, je weniger man hier retuschiert, desto weniger hat man auch von diesen kopierten Sachen, sag ich mal. Deshalb muss man halt immer wieder mal verschiedene Bereiche auswählen. Mal das. Ungefähr so. Aber wie gesagt, das Bild ist jetzt nicht so. Also da wird man jetzt nicht so stark schauen, deshalb wird man es auch nicht so sehen. Sieht aber auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser aus, auf jeden Fall. Okay, gut, dann haben wir grob jetzt retuschiert und jetzt kommt der geilste Part. Und zwar den Himmel einfügen. Ich habe hier schon mal ja so eine kurze, also so ein Template von dem Bild mal gehabt. Ich packe das auf jeden Fall auch mit in die Beschreibung. Dann kann man sich das mal downloaden. Ich habe jetzt eine Auswahl gemacht und werde jetzt mit CMDJ eine Kopie des Ausweises machen. Also haben wir jetzt nur unseren Himmel. Und werde es jetzt mit Verschiebungswerkzeug in unser Bild reinziehen. Man kann natürlich jetzt freistellen und Auswahl machen. Aber es gibt eine coole Methode, die bei so einer Art Bilder funktioniert. Ich werde mir das erstmal so auf den Horizont mal anbringen. Ungefähr so müsste es dann sein.
Ungefähr so. Und zwar, man muss einfach den Ebenenmodus auf Abdunkeln stellen. Wahnsinn, oder? Also, der Himmel wurde mit einem Klick einfach eingefügt. Sieht schon mal richtig, richtig cool aus. Und jetzt kann man vielleicht Tonwertkorrektur noch anbringen. So, damit das alles zueinander ein bisschen mehr passt, werden wir auch noch die V-Polons hier auf das ganze Bild anwenden. Ich würde hier in den Tiefen vielleicht ein bisschen Gelb dazugeben, ein bisschen Grün. Und in die Lichter auch ein bisschen Grün. Und vielleicht ein bisschen Cyan. Oder sogar ein bisschen Gelb, so. Und wie ich das so gerne mag, eine Auswahl mit 600 Pixel weicher Kante. Ja, vielleicht ein bisschen größer. So denke ich mal. Und dann werde ich hier mit der Gradationskurve mir eine kleine Vignette erstellen. Das habe ich jetzt einmal dupliziert. Man kann das auch natürlich hier einfach auf die neue Ebene-Symbol ziehen und wieder abdunkeln. So, aber davon muss man erstmal CMDI drücken, um die Farben hier zu inventieren. So, jetzt haben wir eine Vignette erstellt. Und einen coolen Farbeffekt. Ich packe das mal ganz kurz in die Gruppe. Und dann kann man sehen, wir haben ganz schnell das Bild von so einem uninteressanten Landschaftsfoto zu so einem mega coolen, interessanten, eye-catchigen Bild gemacht. Die Methode mit dem Himmel funktioniert immer, ja, wenn der Himmel so ausgebleicht ist, wenn es zu hell ist, wenn es zu bewölkt war und langweilig aussieht. Ich habe jetzt nur noch ein Bild geöffnet und werde mir den gleichen Himmel jetzt einfach auf dieses Bild reinziehen. So, wieder die Horizontlinie hier ungefähr beachten. Und dann werde ich werde ich die Ebene mit 100% Deckkraft auf Abdunkeln stellen. Das war's. Sieht schon mal mega, mega geil aus. Ich hoffe, das hat dir viel Spaß gemacht, das Video anzuschauen. Und wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich auf einen Daumen hoch freuen und ein Abo. Und in der Beschreibung unten findest du dann einen Link zu unserer Isotography Community. Ich würde mich freuen, wenn du da mit eintrittst, denn wir werden uns gegenseitig ja auf fotografische Themen oder auch Bildbearbeitungsthemen mithelfen. Also wenn du eine Frage hast, kannst du sie einfach posten und ich werde das beantworten oder ein anderer User, der vielleicht auch Ahnung genau in diesem Bereich hat. Und wir werden uns dann gegenseitig alle helfen und ich denke mal, die Community könnte dadurch wachsen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tracks.